Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung auf dem Weg zur dritten Schuld, Antifaschismus und Gemeinnützigkeit aus politischer und juristischer Sicht. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier drei Gäste begrüßen darf. Ich fange jetzt einfach mal hier rechts von mir an, von Ihnen aus gesehen links bei Gabriele Heinecke, Rechtsanwältin und ich würde mal sagen aktive Antifaschistin aus Hamburg. Dann freue ich mich auf Hans E. Schmidt-Lehrmann, ebenfalls Rechtsanwalt und letzten Endes auch aktiver Antifaschist aus München. Nicht letzten Endes. Also letzten Endes bitte streichen. Und ich freue mich, dass Eberhard Reinecke zu uns gekommen ist aus Köln. Er ist unser Anwalt im aktuell anhängenden Verfahren um die Gemeinnützigkeit der Bundesorganisation VVN Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ich glaube, das Thema, das wir haben und das der Grund ist für diese Veranstaltung, ist im Raum hinlänglich bekannt. Dass nämlich das Berliner Finanzamt für Körperschaften I der Bundesorganisation der VVN Bund der Antifaschisten die Gemeinnützigkeit entzogen hat. Und zwar im Unterschied zu anderen ähnlichen Fällen des vergangenen Jahres, Attac, Camp Act, nicht weil unsere Satzung und unsere reale Geschäftsführung, wie das so schön heißt, nicht zusammenpassen würden, sondern weil die VVN Bund der Antifaschisten seit Jahren regelmäßig im bayerischen Verfassungsschutzbericht als linksextremistisch beeinflusst erscheint und diffamiert wird. Hinter mir hängt dieses schöne Transparent: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Das gehört allein schon zu den inkriminierten Äußerungen, in dem behauptet wird, diese Parole, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, ungeachtet der mindestens 60 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs, ungeachtet der mehr als 200 Toten seit 1990 durch Nazi-Gewalt, wird behauptet, diese Losung richte sich gegen das Gebot der Meinungsfreiheit im Grundgesetz. Und dazu passt auch, dass ich gerade in den letzten Tagen ein Schreiben bekommen habe vom Bezirksamt Hamburg-Wandsbek, wo ich wohne und wo ich wie in anderen Bezirken in Hamburg andere eine Anfrage an das Bezirksamt gemacht habe, welche künftigen Infostände der AfD bekannt seien für den Hamburger Wahlkampf, der ja im Moment im Gange ist. Es gibt in Hamburg ein Transparenzgesetz, das Verwaltungen verpflichtet, solche Informationen preiszugeben. Und da habe ich also ein Schreiben bekommen, dass ich keine Auskunft bekomme. Nach Stellungnahme der Abteilung Staatsschutz der Polizei Hamburg und so weiter. Dass, wenn es aktionistische Störungen an einem Infotisch der AfD gibt, dass eine erhebliche Einschränkung des Rechts auf Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 1 als auch der Chancengleichheit im Wahlkampf im Sinne des Artikels 21 Absatz 1 Grundgesetz darstelle. Also das ist ein ganz schweres Geschütz, mit dem man also Nazis, Rassisten, Faschisten sozusagen vor Protesten schützt. Und natürlich auch vor antifaschistischer Intervention im Allgemeinen, wenn man schon die Qualifizierung, dass Faschismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen ist, sozusagen nutzen kann als Beleg für die letzten Endes Verfassungsfeindlichkeit einer Organisation. Es ist bekannt, wir haben Einspruch eingelegt gegen diesen Bescheid des Berliner Finanzamts. Der ist noch nicht entschieden. Ein Gespräch, das wir mit dem Finanzamt führen wollen, hat noch nicht stattgefunden. Warum, ist uns nicht wirklich bekannt. Wir können darüber nur spekulieren. Klar ist aber auch, solange Verfassungsschutzämter des Landes, der Länder oder des Bundes uns beobachten, und das tun mindestens 11,
ist jederzeit wieder möglich, dass wir auch in anderen Verfassungsschutzberichten auftauchen. Und damit ist, selbst wenn wir dieses Verfahren, wovon wir ausgehen, in absehbarer Zeit gewinnen, immer die Gefahr gegeben, dass es erneut also zu solchen Interventionen der Finanzämter kommt, dass im Prinzip es heißt, Antifaschismus ist nicht gemeinnützig. Und das sehen wir anders und mit uns zum Glück ganz viele andere, die uns von dem Bundesvorstand des DGB und anderen gewerkschaftlichen Gliederungen bis zu Gliederungen von Grünen, Linken, SPD, von Hausbesetzern in Göttingen und der Roten Hilfe bis zur Initiative Schwarze Deutsche in Deutschland, also Bundesorganisation, sehr solidarisch unterstützen. Wir haben bald 2000 neue Mitglieder, seit unser Fall bekannt geworden ist. Was ist das? Bitte? Ach so. Ist er jetzt wieder an? Geht wieder? Okay, danke für den Hinweis. Also wir haben fast 2000 neue Mitglieder und erleben auch eine gewaltige Spendenbereitschaft. Das macht uns richtig viel Mut, dass auch unabhängig von dem Label gemeinnützig es einfach eine wirklich breite Solidarität in diesem Land gibt und ein breites Verständnis dafür, dass, wenn es uns trifft, natürlich auch alle anderen trifft, die sich der Entwicklung nach rechts in diesem Land entgegenstellen, wie wichtig das ist, wie notwendig das ist. Wie notwendig es auch ist, die AfD als das zu qualifizieren, was sie ist, nämlich eine Partei, die durchsetzt ist von Faschisten, die rassistisch, völkisch-nationalistisch, antidemokratisch, anti-emanzipatorisch wirkt, die einfach eine Qualität aufweist, die es in diesem Land nicht mehr geben sollte, zumindest ursprünglich mal nach dem Artikel 139 Grundgesetz. Darauf kommen wir heute auch noch zu sprechen. Wie notwendig das alles ist, haben die Ereignisse in Thüringen gezeigt. Und von daher ist es so, dass wir gestützt auf diese breite Solidarität, die wir erfahren, und auf die offensichtlich auch breit vorhandene Einsicht, dass es notwendig ist, die Position zu behaupten, sozusagen weiter kämpfen. So, jetzt will ich mich gar nicht weiter verbreiten, sondern reiche jetzt einfach das Mikrofon mal weiter an Eberhard Reinecke, der sich erstmal zum Fall und seinem Umfeld äußern wird. Ja, Eberhard Reinecke, Rechtsanwalt aus Köln und politisch auch aktiv, auch wenn ich jetzt hier nicht als Antifaschist vorgestellt bin, aber auch in dieser Richtung aktiv. Ja, vielleicht nur einen kurzen Überblick zunächst mal, worum es in der Sache geht. Im Jahre 2012 war ich erstmalig mit dieser Sache konfrontiert. Da hatte der Landesverband Rheinland-Pfalz, der VVN, war ihm die Gemeinnützigkeit verweigert worden. Wir haben dagegen Einspruch eingelegt. Es ging damals um dieselbe Formulierung, die heute auch eine Rolle spielt, nämlich dass im Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern, dass die VVN die größte linksextremistisch beeinflusste Organisation ist. Ich habe damals darauf hingewiesen, dass im Gesetz drin steht, extremistische Organisation und nicht extremistisch beeinflusste. Parallel, das Finanzamt in Rheinland-Pfalz hat das zunächst liegen lassen. Dann hat der Bundesfinanzhof eine Entscheidung gemacht, wo er gesagt hat, allein die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht reicht nicht aus, sondern es muss direkt auch als extremistisch bezeichnet werden. Das führte dann dazu, dass dem Einspruch stattgegeben wurde und wir zu diesem Thema bis Anfang 2019 nichts gehört hatten. Dann muss es irgendwann entweder in Nordrhein-Westfalen oder in der ganzen Bundesrepublik eine Fortbildung gegeben hat für Finanzbeamte. Auf jeden Fall schneiden Anfang 2019 für den Landesverband Nordrhein-Westfalen und für vier Kreisverbände, die auch noch jeweils als eigenständige Vereine organisiert sind, an
Anhörungen rein mit der Sache, die wären nicht gemeinnützig wegen Verfassungsschutzbericht Bayern. Wir haben dazu Stellung genommen, im Wesentlichen so wie früher, wieder darauf hingewiesen, wer lesen kann, ist im Vorteil. Und wenn es heißt, Verfassung linksextremistisch beeinflusst, dann ist das nicht wie extremistisch. Das hat etwas gedauert, aber im Prinzip haben wir dann in allen diesen Fällen Freistellungsbescheide bekommen, den für den Landesverband etwa zeitgleich mit dem gegenteiligen Bescheid des Finanzamtes hier in München. Vor 10 Tagen habe ich noch für den Ortsverband Recklinghausen einen Freistellungsbescheid bekommen, wo also auch dann ausdrücklich die Gemeinnützigkeit bestätigt wurde. Wir haben dann Mitte 2019 den hier interessierenden Bescheid vom Finanzamt in Berlin bekommen, eben auch mit der Begründung im Bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähnt. Und wir haben dagegen Einspruch eingelegt, wir haben diesen Einspruch begründet, wir haben eine Aussetzung der Vollziehung beantragt, weil grundsätzlich im Steuerrecht es so ist, Steuern und Gebühren muss man erst zahlen und dann verhandeln. Das heißt, es bedarf einer besonderen Entscheidung. Die Aussetzung der Vollziehung wurde gewährt als Kompromissentscheidung. Im Steuerrecht ist es normalerweise so, dass der häufigste Fall, und darauf hatten wir uns auch konzentriert, ist, dass die Vollziehung ausgesetzt wird, wenn es ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheides gibt. Das wollte das Finanzamt nicht einräumen, sondern hat eine Aussetzung der Vollziehung gewährt wegen unbilliger Härten. Wenn man im Kommentar guckt, findet man dort immer den Hinweis, dass die Geltendmachung von unbilligen Härten umfassende Darlegungen über die wirtschaftliche Situation voraussetzt, die wir nie gemacht haben. Das heißt, das Finanzamt in Berlin hat die Aussetzung der Vollziehung bewilligt mit einer Begründung, die wir nicht haben wollten, um sich drum zu rumzudrücken, um die Frage, ob der Bescheid, den sie erlassen hat, ernsthaft zweifelhaft ist oder nicht. Es kam dann noch anschließend in diesem Zusammenhang, hat der Landesverband Thüringen eine Freistellung bekommen, also die Bestätigung, dass er gemeinnützig ist, verbunden allerdings mit dem Hinweis, er dürfe nicht mehr an den Bundesverband Beiträge abführen, was zum damaligen Zeitpunkt schon wieder falsch war, weil, wie gesagt, die Entscheidung des Berliner Finanzgerichtes ja in der Vollziehung ausgesetzt ist. Und der Saarländische Landesverband, das ist so das letzte ungefähr, hat jetzt auch nochmal ein extra Schreiben bekommen, wo darauf hingewiesen wird. Ich sage mal so, das ist natürlich im Prinzip auch die Rechtslage. Man darf als gemeinnützige Organisation kein Geld geben an eine andere Organisation, die nicht gemeinnützig ist. Der juristische Hintergrund vielleicht zur Klärung ist, wie gesagt, und das unterscheidet den, das will ich auch mal sagen, nicht, dass das nicht weniger skandalös wäre, aber es ist eine andere Schiene als bei Attac. Es geht eben bei der VVN nicht darum, dass die Zwecke, die die VVN vertritt, nicht gemeinnützig wären. Das wird auch immer wieder anerkannt. Es gibt ja eine bestimmte Aufzählung von Tätigkeiten, die gemeinnützig sind. Dazu gehört in Paragraph 52 Ziffer 10 der Abgabenordnung die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer und auch die Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer. Und in Ziffer 13 die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Es gibt also keine Differenz mit irgendeinem Finanzamt, dass diese gemeinnützigen Ziele von der VVN vertreten werden. Das hat noch niemand der VVN abspinzig gemacht. Aber es gibt eine weitere Vorschrift in der Abgabenordnung, wo man sagen kann, ja, der Oberbegriff muss nicht falsch sein. Da heißt es, eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des Paragraphen 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. Gut, da, wenn man reinguckt in Paragraph 4, da stehen die Grundsätze drin, wie sie
immer wieder vom Bundesverfassungsgericht in Parteiverbotsverfahren vorgetragen werden, also Anerkennung der Gewaltenteilung, parlamentarisches System und solche Grundsätze, Anerkennung der Menschenrechte und Ähnliches. Und dann heißt es aber weiter in der Abgeordneten, bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass sie eben nicht förderungsfähig sind. Das ist also der Satz, um den dann der juristische Streit geht. Ich will das einfach nur mal darstellen, weil einer der Bescheide bezieht sich auf das Jahr 2016. Anhand des Bayerischen Verfassungsschutzberichtes für 2016, da fiel mir eben als jemand, der auch im NSU-Verfahren Nebenklage vertreten hat, auf, dass dort die über den NSU eine halbe Seite stand in diesem Verfassungsschutzbericht. Zwar erwähnt wurde, dass es 5 der 10 Morde des NSU in Bayern stattgefunden haben, aber es jegliches Wort dazu fehlte, welches Versagen eigentlich den Behörden und insbesondere dem Verfassungsschutz zur Last fällt in diesem Zusammenhang. Das war also nur eine Mitteilung dessen, dass es da einen Prozess gibt in München. Im weiteren Verlauf finden wir dann zunächst eine zusammenfassende Darstellung des Linksextremismus. Da taucht die Partei Die Linke, Klammer auf, offen extremistische Strukturen, also offenbar nur ein Teil auf mit 1000 Leuten. Die VVN-BDA mit 700 Leuten, das soll wohl der gesamte Landesverband sein, der also der Linksextremist zugeordnet wird. Wir haben hier beim Finanzamt in Berlin mal eingereicht die Liste derjenigen VVN-Mitglieder, die für ihre Tätigkeit aus Bayern wohlgemerkt, die für ihre Tätigkeit für die VVN mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden sind. Also diese 10 Leute hätte man eigentlich mal von den 700 Extremisten, die der Verfassungsschutz da gemeint hat, zu zählen, nun sicherlich abziehen müssen. Die nächste Stufe ist dann, dass bei der DKP im Verfassungsschutzbericht steht, dass die DKP ihre Mitglieder auffordert, in die VVN einzutreten und dort zu beeinflussen. Und dann kommt, wie gesagt, dieser Satz, den ich schon zitiert habe, der steht dann bei der VVN, ist die größte linksextremistisch beeinflusste Gruppierung, der meiner Meinung nach für sich auch noch mal relativ unproblematisch wäre, meistens dann unterschiedlich garniert in den jeweiligen Verfassungsschutzberichten mit einzelnen Beispielen. Meistens geht es dabei um Artikel, die Ulrich Sander, der ja auch Vorstandssprecher der VVN ist, in der UZ geschrieben hat. Einmal geht es um das Verhältnis zu Demonstrationen. Einmal auch wird dann ganz tief in die historische Kiste gegriffen und gesagt, das würde dem von Karl Liebknecht Gedanken, der Hauptfeind steht im eigenen Land, entsprechen. Was das jetzt heute damit zu tun hat, weiß ich nicht. Also das sind so die Sachen, die man dort findet. Bis dahin alles unbedenklich. Nun hat aber der Bundesfinanzhof in einer späteren Entscheidung gesagt, ja, wie wir früher schon gesagt haben, einfache Erwähnung reicht nicht. Wenn aber explizit als extremistisch bezeichnet wird, dann muss das widerlegt werden. Und nunmehr gibt es in dem Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern ganz am Ende eine listenmäßige Auflistung, also eine Auflistung von Organisationen, die eingeleitet wird mit folgendem Satz. In dieser Übersicht sind die im vorliegenden Verfassungsschutzbericht genannten Organisationen und Gruppierungen aufgeführt, bei denen die vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte in ihrer Gesamtschau zu der Bewertung geführt haben, dass die Organisation Gruppierung verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, es sich mithin um eine verfassungsfeindliche Organisation / Gruppierung handelt. Das heißt, wir haben die Steigerung von bei der DKP, die sollen da reingehen, bei der VVN, die sind beeinflusst, bis hin zu der Anlage, wo einfach nur im Allgemeinen übersteht, es gäbe tatsächliche Anhaltspunkte,
dass verfassungsfeindliche Ziele verfolgt werden. So, da ist es jetzt einfach schlicht und einfach so, diese tatsächlichen Anhaltspunkte sind aber im Bericht nicht enthalten. Also zumindest habe ich sie da nicht lesen können und auch nicht daraus extrahieren können. Und genau das ist der Punkt, auf den sich jetzt das Finanzamt Berlin bezieht. Die sagen nicht etwa, weil es vorne steht, extremistisch beeinflusst, sondern weil hinten in der Anlage das als extremistische Organisation bezeichnet ist. Deshalb müssen wir zwingend davon ausgehen, solange das die VVN nicht widerlegt, dass es sich um eine extremistische Organisation handelt. Nun ist es ja so, bei einer widerleglichen Vermutung, ich will mal ein Beispiel aus einem anderen Gebiet nennen, wo es vielleicht jeder kennt. Es gibt im bürgerlichen Gesetzbuch eine Regelung drin, dass wenn man was gekauft hat von einem Händler und dann stellt sich innerhalb des ersten halben Jahres heraus, dass die Sache mangelhaft ist, dann gibt es eine widerlegliche Vermutung, dass vermutet wird, dieser Mangel war auch schon da, als ich es gekauft habe. Also kann ich dann auch Rechte geltend machen. Hat die EU durchgesetzt, ist auch positiv. Da weiß ich ja, wogegen ich mich wehren kann. Wenn ich Händler bin und der Kunde kommt und sagt, hier, das ist und es funktioniert nicht und in dem, im Gesetz steht drin, wir vermuten jetzt, das war schon da, als ich es bei dir gekauft habe. Hier ist es ja so, ich muss im Grunde genommen eine negative Tatsache beweisen. Das heißt, die VVN soll beweisen, dass sie nicht verfassungswidrig ist. Und zwar beweisen, obwohl ihr gar nicht gesagt wird, weshalb sie eigentlich verfassungswidrig sein soll. Ja, das ist der Punkt. Auch da gibt es normalerweise im Recht, für solche Konstruktionen, das kommt ja auch schon mal vor, eigentlich eine feststehende Rechtsprechung, die sagt, eine hohe Darlegungspflicht desjenigen, dem gegenüber ich das beweisen soll. Sprich, bevor die VVN meiner Meinung nach überhaupt in die Situation kommt, widerlegen zu müssen, dass sie verfassungsfeindlich ist, müsste erstmal das Finanzamt als die Behörde, mit der wir uns streiten, eigentlich mit den Tatsachen kommen, die wir widerlegen sollen. Das heißt, die hätten eine sekundäre Darlegung und Beweispflicht, damit man sich überhaupt dagegen wehren kann. Das wird offensichtlich, ich habe ausdrücklich auch dem Finanzamt geschrieben, gerne, wir können gerne noch alles vorlegen, was Sie wollen. Schreiben Sie uns mal, was Sie haben wollen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche internen Kämpfchen dazustehen, stattfinden. Das heißt, wir haben hier, wenn ich es zusammenfasse, und damit will ich auch zum Ende kommen, wir haben hier eine gesetzlich fixierte Willkür, ohne dass der Verfassungsschutz in seinem Bericht tatsächlich konkrete Tatsachen nennt. Also hier am Ende steht ja, bei denen die vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte in ihrer Gesamtschau zu der Bewertung geführt haben, dass die extremistisch ist. Diese tatsächlichen Anhaltspunkte werden aber im Bericht gar nicht genannt. Trotzdem gehen dann die Finanzbehörden hin und sagen, ihr steht aber drin und jetzt widerlegt mal, dass es anders ist, sonst entziehen wir euch die Gemeinnützigkeit. Damit haben wir eine Situation, wo praktisch der Verfassungsschutz, der ja nicht nur im Dunkeln, sondern vor allen Dingen auch im Trüben fischt, wo dieser Verfassungsschutz im Grunde genommen völlig willkürlich irgendwelche Organisationen, die ihnen nicht passen, auf diese Anlage setzen können, ohne das konkret ausnutzen zu können. Ich halte das, es gibt auch andere Kollegen, die das schon gerügt haben, für klar verfassungswidrig, weil wir kriegen eine Rechts-, also wenn ich das so mache, man kann zwar klagen gegen die Aufnahme im Bericht, aber das sind eigentlich Klagen, da geht es um was ganz anderes. Da kann ich dagegen klagen, dass ich da überhaupt erwähnt werde. Aber es gibt keinen Rechtsschutz gegen diese Anlage, wo ich sagen kann, Moment, bitte belege mir doch mal, bitte schön, welche tatsächlichen Anhaltspunkte du hast oder nicht, weil dann kommt natürlich das beliebteste Argument des Verfassungsschutzes ist ja immer, wir sind ein Geheimdienst und der Quellenschutz geht allem anderen vor und wir dürfen ja natürlich auch nicht sagen, woher wir diese Anhaltspunkte haben. So. Ja? Das heißt, wir haben hier eine richtig willkürliche Geschichte, die aber letztlich jetzt bei den Finanzgerichten, wenn das Finanzamt in Berlin nicht nachgibt, ausgetragen werden muss und ich hoffe auch mit Erfolg. Das vielleicht so, um das Juristische da die Einführung dazu zu geben. Ja, vielen Dank.
für Nicht-Juristinnen und Juristen, glaube ich, war das jetzt eine große Konzentrationsleistung. Am Ende fiel ein Wort, nämlich das mit den trüben Quellen des Verfassungsschutzes. Und da leite ich doch gern zu Hans E. über, der nämlich genau dazu sprechen wird, zu der trüben Quelle, die der Verfassungsschutz Bayern selbst ist, wenn mich nicht alles täuscht. Der externen, einzigen und bayerischen Entscheidungsgrundlage des Finanzamts Berlin, der Nennung im bayerischen Landesverfassungsschutzbericht und nur in diesem, nicht in den 16 anderen und deren Bestätigung durch das Verwaltungsgericht München, gegen die keine Berufung zugelassen wurde, mangels grundsätzlicher Bedeutung. Obwohl dann jetzt danach ein Tsunami geht an alle bundesdeutschen Finanzämter und so, mangels grundsätzlicher Bedeutung. Ich war an diesem Verfahren nicht anwaltlich beteiligt. Da ich aber Berufsverbotsopfer, die wegen VVN-Mitgliedschaft betroffen waren, erfolgreich vertreten hatte, wurde ich um eine gutachterliche Einschätzung dieses Prozessmaterials aus der traditionsreichen Ordnungszelle Bayern gebeten. Davon gibt es eine Langfassung. Aber hier geht es mir heute nur um die rechtslastige Kernthese aus Bayern, aus der alles andere abgeleitet wird. Eine der VVN unterstellte, angeblich marxistische, primitiv verballhornte Faschismustheorie, wonach die wirklichen oder angeblichen Anhänger eines Bedingungszusammenhanges zwischen Kapitalismus und Faschismus, notwendigerweise neben dem Kapitalismus den hiermit gleichgesetzten parlamentarisch-demokratischen Rechtsstaat, wenn nicht aktuell, so doch tendenziell bekämpfen müssten. Das ist die Unterstellung. Von dieser Grundtendenz aus sei denn auch jedes praktische Auftreten des Verbandes inspiriert und damit kontaminiert. Die der VVN unterstellte Kernthese, dass alle nicht-marxistischen, auch parlamentarischen Systeme als potenziell faschistisch zu bekämpfen seien, das sind alles wörtliche Zitate, als parlamentarische Systeme als potenziell faschistisch zu bekämpfen seien, leitet das Bayerische Verfassungsschutzamt. Und nochmal, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Kein anderer Verfassungsschutzbericht in Bund und Ländern diskriminiert derzeit ausdrücklich die VVN. Das Bayerische Verfassungsschutz keineswegs schöpfend aus irgendwelchen eigenen Ermittlungen oder Unterlagen und Äußerungen der VVN ab, sondern es nutzt ausschließlich die in der Natur der historischen Sache liegende Tatsache, dass Kommunisten mit einem 30%-Anteil dort im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung überrepräsentiert sind. Und diese, keineswegs aber die zahlreichen SPD-Abgeordneten und Christen, die auch dazu gehören, dort angeblich eine derartige Überzeugung einbrächten. Bleiben wir bei den Kommunisten. Schon der 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale vom Juli 1935 hat die Linie vertreten, es bedürfe zur Abwehr des Faschismus einer linken Einheitsfront, der Aktionseinheit aller sozialistischen demokratischen Parteien und der Unterstützung der Bildung von Regierungen dieser Einheitsfront. Dies wurde in der Folge auch in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel schildern alle ernstzunehmenden Werke über den Spanischen Bürgerkrieg, auch der anschauliche Film von Ken Loach, den Sie vielleicht kennen, dass die vom Bayerischen Verfassungsschutz der VVN unterschobene Gegenposition zwar bei gewissen syndikalistischen, anarchistischen, trotzkistischen Kräften vertreten wurden, dass sie insoweit aber erbittert von den Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerlichen Demokraten bekämpft wurden. Diese kämpften Seite an Seite sowohl in der legalen republikanischen Armee wie in den internationalen Brigaden gegen den faschistischen Franco-Putsch und Hitlers Interventionstruppen. Gerade der vom Bayerischen Verfassungsschutz herangezogene Hauptanklagepunkt, nämlich die Dimitrov-Rede, die Rede Dimitrovs auf dem 7. Weltkongress, Ecki-Kongress von 1935, präzisiert die von ihm sogenannte, jetzt wörtlich, winzig schmale Machtbasis des Faschismus,
als den chauvinistischsten, aggressivsten Flügel des Finanzkapitals. Andere mehrheitliche Kräfte innerhalb des Kapitalismus stünden jedoch interessenmäßig und objektiv gewinnbar auf einer anderen, somit nicht faschistischen Seite. Das galt die ganzen Jahrzehnte über und blieb nicht Episode. So haben noch 1987 die SPD wie die SED Führungsgremien in Punkt Römisch 4 ihrer gemeinsamen Grundsatzerklärung der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit. Auch dem kapitalistischen Gesellschaftssystem ausdrücklich die wörtlich prinzipielle Friedensfähigkeit zugemessen und damit eine systembedingt wörtlich notwendige Folge von Krieg und Faschismus in Abrede gestellt. Ausgerechnet der VVN eine gegenteilige Position anzudichten, war und ist ebenso unschlüssig wie lächerlich. Der VVN-BDA eine Überzeugung oder auch nur Tendenz zu unterstellen, sie bekämpfe die parlamentarische Demokratie, hielte den Faschismus für eine notwendige Folge aller nicht-marxistischen Systeme, insonderheit des Kapitalismus, der nur durch eine soziale Revolution besiegt, verhindert und bekämpft werden könne, geht an der Geschichte des Antifaschismus, am Statut, den Dokumenten, dem Auftreten der VVN-BDA, vor allem auch der Mentalität der Mitglieder völlig vorbei. Die VVN-BDA hat sich immer für die parlamentarische Demokratie eingesetzt. Es gibt nicht den leisesten substanziellen oder historischen Ansatz dafür, dass der Antifaschismus der VVN nicht die parlamentarische Demokratie in ihrem Eigenwert und ihren prinzipiellen Gegensatz zur faschistischen Herrschaftsform verfochten hätte. Schwerpunkt der VVN-BDA ist derzeit die von zahlreichen Parteien, SPD, Grüne, Bündnis 90, Die Linke, DKP und zivilgesellschaftlichen Verbänden mitgetragene oder unterstützte Kampagne Aufstehen gegen Rassismus. Dabei wird ihr von links, der VVN von links, der Vorwurf gemacht, sich damit gegen die armen Teufel, gegen die missgeleiteten Opfer des Monopolkapitals, anstatt erstrangig gegen dieses, das Monopolkapital, selbst als interessengeleiteten Urheber von Massenverarmung und Demagogie zu wenden. Auch die bekanntesten VVN-kritischen wissenschaftlichen Untersuchungen unter dem Sammeltitel Antifa heißt Luftangriff aus 2014 unter den Herausgebern Susan Witt-Stahl und Michel Sommer, macht der VVN diesen Vorwurf. Darüber hinaus, die VVN-BDA verlasse sich ganz auf staatliche Kräfte zur Bekämpfung der Nazis und vergesse die notwendige sozialökonomische Revolution. Das wird also der Vorwurf von links, der Star, nicht? Dass die VVN eine solche Position mit Nachdruck ablehnt, bedeutet natürlich nicht, dass sie die geschichtsrevisionistische Prämisse des Bayerischen Verfassungsschutzamtes teilt, die da lautet, die Darstellung eines spezifischen Zusammenhanges bestimmter Formen und Entwicklungen des Kapitalismus mit dem Faschismus sei verfassungsfeindlich und negiere die parlamentarische Demokratie. Das ist eine extreme, wissenschaftlich bestenfalls absolut randständige Position. Es gibt keine sozialdemokratische Faschismusanalyse oder Theorie, die den Faschismus nicht ausdrückt, bis heute. Es gibt keine sozialdemokratische Faschismusanalyse, die den Faschismus nicht ausdrücklich aus dem Kapitalismus herleitet. Selbst solche auf die Novemberrevolution spezialisierten sozialdemokratischen Historiker wie namentlich Eberhard Kolb, Reinhard Rürup, Peter von Oertzen und zuvor Helga Grebing, die das damalige Bündnis der SPD-Führung mit den rechten Machteliten, also 1918 fortfolgende, nicht verurteilen wollen und damit auf Kritik stoßen, meines Erachtens auf berechtigte Kritik stoßen. Selbst die sehen ausdrücklich das wörtlich Mitverschulden der SPD am Sieg des Nationalsozialismus darin, dass sie die wörtlich Gestaltungsmöglichkeiten der Weimarer Verfassung nicht zur Änderung der sozialökonomischen Grundlagen genutzt haben. Abführung.
Schon diese die politische Mitte für sich beanspruchende Darstellung bewegt sich mithin hart am staatlichen Ächtungsverdikt, das Verfassungsschutz und Verwaltungsgerichte in München hier für sich beanspruchen. Die Rückführung des Faschismus auf eine spezifische Konstellation des Kapitalismus durch die Faschismus-Spezialisten Wolfgang Abendroth und Reinhard Kühnel hat Professor Hans Buchheim, CDU und Vorstand des Zentralkomitees Deutscher Katholiken, vor der Hans-Seidel-Stiftung in München, ich war dabei, als wörtlich zu pauschal, aber wissenschaftlich keineswegs ablehnungswürdig Abführung anerkannt. Schon das schließt die hoheitliche Ächtung einer Wissenschaftsrichtung aus, die ansonsten die beiden, Abendroth und Kühnel, ansonsten die beiden als Verfassungsfeinde ja niemals zu Ordinarien hätten berufen werden dürfen. Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Unser Münchner Kardinal Reinhard Marx zählt in seinem Bestseller von 2008, er heißt Marx, meint damit Reinhard Marx, das Kapital, ein Plädoyer für den Menschen. Faschismus und Krieg zu den Kapitalismus immanenten Hauptgefahren, die unsere Gesellschaft zu ruinieren drohen und gute aktuelle Gründe liefern, Karl Marx nicht ad acta zu legen. Abführung, Ende des Zitats. Der Präsident der Deutschen Bischofskonferenz, ein Linksextremist, im Spiegel Online vom 26.01.17 schreibt der bekannte Augstein-Sohn Jakob Augstein wörtlich: Es ist ein Beweis für ein trauriges Gesetz. In seiner Krise gebiert der Kapitalismus den Faschismus. Abführung. Das in einem Artikel mit dem Titel Selbstgerechter Protest, die Vertrampung der Welt. Keiner der vielen Juristenleserbriefe widersprach. Alle verfassungsfeindlich? Also wie gesagt, in seiner Krise gebiert der Kapitalismus und Faschismus im Spiegel. Positiv. Die Theoriepäpste der 50er und 60er Jahre, Horkheimer und Adorno, wurden wegen ihres zentralen Diktums, die meisten von Ihnen kennen es, das heißt, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Sie wurden nie der Verfassungsfeindlichkeit bezichtigt und hatten enormen Einfluss auf Studenten, Intellektuelle und Gewerkschafter. Albert Einstein und Thomas Mann, von Bruder Heinrich Mann ganz zu schweigen, maßen dem Kapitalismus wieder und wieder den entscheidenden Schuldanteil am Faschismus zu. Und wenn die konservative Hannah Arendt den Faschismus definiert als Bündnis von Kapital und Mob. Bündnis von Kapital und Mob. Dann tut sie immer noch dasselbe. Der erste, umfangreichste und bedeutendste Klassiker, Behemoth, 1941 USA, des emigrierten Sozialdemokraten Franz Neumann, mit seiner selbstverständlichen Herleitung des Faschismus aus dem Kapitalismus, gilt in der angelsächsischen Wissenschaft immer noch als weitgehend verbindlich. Siehe auch das dortige Standardwerk des gemäßigten US-Konservativen George W. Halgarten, Hitler, Reichswehr und die Industrie. Selbst der einzige angesehene US-Wissenschaftler, der den Systemzusammenhang leugnet, Henry Ashby Turner, zählt umso fleißiger all die Großkapitalisten auf, die die Faschisten hochgebracht haben, gewissermaßen als Phänomen persönlicher Schuld, also unter Aussparung der Sozialökonomie, als Phänomen persönlicher Schuld und kommt dem in München geleugneten Systemzusammenhang damit doch verteufelt nahe. Es ist ja nicht nur so, dass sich kapitalkritische Faschismustheorien auch auf weitblickende, um die Demokratie besorgte Kapitalvertreter höchsten Niveaus wie Paul Krugman, Josef Stieglitz und andere berufen können.
sondern die entwaffnende Dreistigkeit der Unterstellung, die VVN halte den Faschismus für eine notwendige, unausweichliche Folge jedes parlamentarisch-demokratischen Kapitalismus, liegt ja darin, dass gerade die den Diensten, den Geheimdiensten, nahestehenden oder dienstbaren Autoren und Politiker selbst mehr oder minder klappspiegelbildlich eben einen solchen fragwürdigen Zusammenhang unterstreichen. Nur mit einem Unterschied, dass sie ihn positiv bewerten. Ernst Nolte und seine geschichtsrevisionistische Schule und konservative Edelfedern wie Johannes Gross bekannten sich zu diesem wörtlich natürlichen, wörtlich notwendigen und vor allem auch wörtlich legitimen Weg zur Rettung, wörtlich, unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Und Franz Josef Strauß kommentierte die faschistischen Massaker seines Freundes Pinochet in Chile dahin, wörtlich, dass die freiheitliche Ordnung eben periodisch einem Stahlbad unterzogen werden muss. Abführung. Schon bei den Berufsverboten wurde in der Sickerschicht subalterne Prozesse, in denen kleine Lehramtsanwärter, Postschaffner und Friedhofsgärtner um ihre Existenz ringen mussten. Die Historikerdebatte ab 1986, Ernst Nolte und der Feldensteiner Kreis, Eckhard Jesse an der Spitze, zu dem komme ich noch, vorweggenommen. Der Faschismus und seine Kriege als legitime Notwehr gegen eine Revolution, die ihrerseits keine Notwehr der Völker gegen kriegerisches und kolonialistisches Gemetzel war, sondern als terroristische Utopie frustrierter Bohemians vom Himmel geschneit ist. Da war Antifaschismus wegen der maßgeblichen Beteiligung prokommunistischer Ideen und Opfergruppen prinzipiell verfassungsfeindlich, denn der Faschismus war unbestreitbar die konsequenteste Gegenbewegung gegen die marxistische Gefahr. In Abkehr von der früheren Strategie der Gegenseite, den 20. Juli und den Klerikalismus zum eigentlich und einzig legitimen Widerstand zu erklären, erkennen der Bayerische Verfassungsschutz und das Verwaltungsgericht München den Hauptanteil der Marxisten am Widerstand heute durchaus an und argumentieren gerade umgekehrt, gerade weil es wegen des Hauptanteils der Marxisten am Widerstand und Verfolgung in der Natur der historischen Sache liegt, wörtlich Zitat, in der Natur der Sache liege, dass diese in der VVN überrepräsentiert waren und sind, ergäbe sich eben auch quasi naturwüchsig, dass dort die linken Extremisten überrepräsentiert sind, worauf allein es ankommt. Ihr, wenn man so will, historisches Verdienst müsse ihnen halt heute zum Nachteil gereichen. Schon in den bayerischen Berufsverbotsverfahren wurden Kinder von Nazi-Opfern, die im Spanienkrieg gekämpft hatten, genötigt, den Franco-Putsch gegen die, Anführung bolschewistische, gemeint war die verfassungsmäßig gewählte linksbürgerliche Regierung, als Befreiungstat anzuerkennen. Zu dem Großtransparenten, der vom TV-Professor Guido Knopp gezeigten Reichsparteitage transparent, macht Deutschland vom Marxismus frei. Das sollten sie bekennen, ja insoweit hatten die Nazis ja recht, Fall Ilja Hausladen in Nürnberg. Hier in der Festschrift des Bundesverfassungsschutzamts der Hauptbeitrag Eckhard Jesse, des Meisterschülers des Geschichtsrevisionisten Ernst Nolte, der Titel Vergangenheitsbewältigung, eine Delegitimierungsstrategie der Linken. Linke als pauschal verfassungsfeindlich begriffen. Das kommt im Aufsatz selber drin, der 30 Seiten lang ist. Hier im Verlag des Verfassungsschutzes, das ist die Festschrift. Des Verfassungsschutzes. Antifaschismus als innen- und außenpolitisches Kampfmittel von Horst Helmut Knütter und anderen rechtsradikalen Autoren. Hier die Habilitationsschrift der Verfassungsschutzdirektorin Bettina Blank mit ihrem geschmackvoll an Montagshelden gemahnenden Titel Deutschland einig Antifa, die selbst die FAZ als Blickverzerrung mit Rechtsdrall verrissen hat. Unter dem angemaßten Verdikt dieser Schmähschrift müssten deren
müsste deren ebenso umfängliches Gegenstück, das Sie vielleicht kennen, Peter Weiss' Meisterwerk, die Ästhetik des Widerstandes, freilich als staatsfeindlich durchfallen. Im Kulturstaat eine schlechte Wahl. Der Verfassungsschutz ist keine bedauerlicherweise in NSU-Verbrechen verstrickte Sicherheitsbehörde, wie es oft dargestellt wird, sondern von vornherein eine als Behörde getarnte Anti-Antifa-Organisation, nicht nur wegen ihres braunen Gründungspersonals, mit erheblichen Schnittmengen mit Rechtsradikalen. Die zu Professoren hochgehieften Verfassungsschutz- und Hans-Seidel-Stiftungsautoren geben offenherzig zu erkennen, ich gehe auf die Veranstaltung der Hans-Seidel-Stiftung, da habe ich es persönlich gehört, dass ihr eklatantes wissenschaftliches Defizit durch repressive, wörtlich, Sicherheitspolitik ausbalanciert werden soll. Hier liegt auch ein eklatanter verwaltungsrechtlicher Grundfehler dieser ganzen Verfahren. Es geht nicht an, dass in der bayerischen Verwaltungsrechtsprechung die radikalen Positionen des Verfassungsschutzes, wörtlich, Meinungsfreiheit wie jede andere Meinung auch, Abführung, genießen und damit den strengen Maßstäben eines belastenden Verwaltungsaktes entzogen werden und dann gleichzeitig abgesegnet werden als sogenanntes Präjudiz, das heißt Tatbestandsmerkmal, das heißt letztgültiges und existenzvernichtendes Verdikt im angeblich, wörtlich, unüberprüfbaren Ermessensspielraum einer angeblichen Fachbehörde für Verfassungsfeindliches, als welche sie gesetzwidrig das Bundesverfassungsgericht abgelöst hat. Wenn dort der Kapitalismus schlicht in Demokratie umgetauft wird und jeder Bedingungszusammenhang von Kapitalismus und Faschismus zur staatsfeindlichen Lüge erklärt wird, so würden sich dem 80-90% aller potenziellen Sachverständigen aus Gesellschaftswissenschaft, Historie und Demokratietheorie widersetzen, übrigens nicht nur hier, sondern auch in den USA, wie Wolfgang Wippermann, Wolfgang Benz, Norbert Frey und zahllose andere, wie die Leute vom Leibniz-Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung hier im nahen Potsdam. Weil es ja nicht zuletzt, auch pikanterweise, gerade die richterlichen Verfasser, wenn man so will, die Schöpfer des KPD-Verbotsurteils, Professor Martin Drath und Konrad Zweigert, in ihren eigens dazu hinterlassenen Gutachten getan haben. Dazu komme ich vielleicht noch. Nein, die immer noch etablierte wissenschaftliche, also die Schöpfer, die Ausformulierer, die sogenannten Berichterstatter, das KPD-Verbotsurteil, lehnen das alles mit Werf ab, heute oder schon vor 20 Jahren. Nein, die immer noch etablierte wissenschaftliche Mehrheitsmeinung, die eben nicht als randständige Schutzbehauptung toleranzheischender Opfer gedemütigt und bestraft werden darf, muss endlich sichtbar gegen den schleichenden Siegeszug nach wie vor anrüchiger, repressiver Mindermeinungen in Front gebracht werden. Denn dort spielt leider die Musik. Aber vor allem in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit sind die wenigen, aber lautstarken anderen, sie sind auch heute noch wenig angesehene Minderheitspositionen. Wenn auch, das ist will ich darauf hinweisen, zwischendurch gibt es ein interessantes Buch, Gegnerbestimmung von Hartmut Rüber und Markus Mohr. Da wird also beschrieben, wie der Verfassungsschutz sich nicht auf die braune Spitzelei beschränkt, sondern wirbt ganze Fachbereiche und Professoren für sich. Er ist aber noch nicht sehr weit gekommen. Nun müssen wir wissen, die Zeit arbeitet nicht für uns. Manche machen da bezahlterweise mit. Bloß es wird noch lange dauern, bis es soweit ist. 80% sind noch auf unserer Seite. Aber es ist ein interessantes Buch, Gegnerbestimmung heißt das. Ja, gerade also diese Diskrepanz zum nach wie vor herrschenden wissenschaftlichen Mainstream, die muss aufbereitet und genutzt werden. Davon hängt sehr viel ab. Gerade in den vordringenden Verfahren, in denen die VVN als Organisation und der vor ihr vertretene Antifaschismus direkt betroffen sind und gerade nachdem der Münchner sogenannte Pilotprozess ruhmlos zu Ende gegangen ist, mit dem ihr und dann der Gesamtorganisation die steuerliche Gemeinnützigkeit entzogen werden soll, dass sie extremistisch beeinflusst sei,
Dem Bayerischen Verfassungsschutz folgend verurteilte das Verwaltungsgericht München 2014, dass sie auch ohne entsprechende Verbandsdokumente allein durch die Überrepräsentation von Linken und gerade weil diesen eben durchaus in der historischen Sache liege, ein marxistisches Faschismusverständnis zuzurechnen ist, das Faschismus und Kapitalismus in eine Bedingung zusammenbringt, womit die Verfassungsordnung bereits in Frage gestellt sei. Denn, so sagen sie, im Schwur der Häftlinge von Buchenwald von 1945, der Schwur der Häftlinge von Buchenwald, soll ja wörtlich der Faschismus mit seinen Wurzeln beseitigt werden. Mit Wurzeln aber sei in verfassungsfeindlicher Weise der Kapitalismus gemeint. Dass der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder den von CDU-Mitgründer Eugen Kogon mitverfassten Schwur von Buchenwald zur wörtlich Basisschrift unserer Demokratie zählte, 2005 hat er das gemacht, nutze da gar nichts. In diesem Geiste aber seien alle Demos gegen Pegida und SS-Traditionstreffen, zu denen die VVN mit aufgerufen habe, extremistisch, selbst wenn es keinerlei Demonstrationsdelikte gab. Wenigstens keine Urteile, keine verfolgbaren. Denn die Losung, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, richtet sich gegen die Meinungsfreiheit der Verfassung. Die bedauerliche, das ist die Meinung des Gerichts, die bedauerliche Teilnahme des Bundestagspräsidenten Thierse an Blockaden und Kanzler Schröders Ermutigung zum, ihr erinnert euch, Aufstand der Anständigen, sei dieser gefährlichen Sogwirkung des VVN Antifaschismus geschuldet. Die in ihr Ton angebenden linken Antifaschisten behaupteten, so heißt es, nämlich zweierlei Grundwidersprüche. Erstens zwischen Kapital und Arbeit, zweitens zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Das sei Marxismus. Das allein genüge, um darin den Marxismus-Leninismus zu erkennen, den das KPD-Verbotsurteil angeblich verboten habe, was absoluter Unsinn ist, was die Formulierer, die Berichterstatter des KPD, damaligen, sozusagen, wenn man so will, reuemütig eingestanden haben. Die sind nicht mehr glücklich über das, was sie damals gemacht haben. Seit der Globalisierung, Entstaatlichung, Finanzmarktkrise, Bankendominanz, Deregulierung, Privatisierung, werden wir von hochrangigen Werken überschwemmt, die den Kapitalismus, ich erinnere nur an Piketty, die den Kapitalismus auch als System infrage stellen. Und zwar gerade wegen der Aushebelung der Demokratie und auch von prominenten Kapitalinsidern wie dem langjährigen Chefökonomen der Weltbank und Nobelpreisträger Josef Stiglitz. Dann wären also weit über die Hälfte aller westlichen Sozialwissenschaftler Marxisten, Leninisten nach dem Verfassungsschutz. Im Übrigen haben gerade die beiden Verfasser, ich habe es gesagt, KPD-Verbots, Bundesverfassungsrichter Professor Martin Drath und Konrad Zweigert gegutachtet, 1976 in einem Berufsverbotsverfahren, dass ihr Urteil keineswegs die marxistisch-leninistische Lehre und jede Art von Kommunismus aus dem Verfassungsbogen entfernen wollten. Das war jetzt ein wörtliches Zitat von Martin Drath. Wenn dort vom Bayerischen Verfassungsschutz und Münchner Verwaltungsgericht Kapitalismus schlicht in Demokratie umgetauft wird, erhebt dagegen die mehrheitliche Sozialwissenschaft und Demokratietheorie die Anerkennung der Spannung zwischen beiden, gerade zur Voraussetzung demokratischer Gesinnung. Inzwischen handelt es sich nicht mehr um einen Antifa-Vorstoß aus der Ordnungszelle Bayern heraus, sondern um eine bundesweit koordinierte Crash-Offensive gegen den Antifaschismus. Dem VVN-Bundesvorstand wurde vor einiger Zeit vom Familienministerium eine Inanspruchnahme des Freiwilligendienstgesetzes mit der lapidaren Begründung versagt, wörtlich, nach Auskunft der Sicherheitsbehörden erkennt die VVN die rechtsstaatliche Ordnung nicht an. Abführung, Punkt. Der Verfassungsschutz und seine Autoren, die Eckhard Jesse, Bettina Blank, Rudolf van Hüllen und so weiter, geraten außer Rand und Band. Inzwischen aber sind die Organisationen selbst immer öfter Prozessparteien und nicht kleine, existenzbedrohende Individuen, die da rumwinseln müssen.
Diese an sich sehr traurige Konstellation birgt aber immerhin auch Chancen für einen Paradigmenwechsel. Da steht nicht eine die Mehrheit autoritativ vertretende Fachbehörde für staatspolitisches Selbstverständnis gegen kleine, toleranzheischende Außenseiter, Bewerber für Beruf und Ausbildungsverhältnisse des öffentlichen Dienstes, sondern umgekehrt, da steht immer noch die herrschende Wissenschaft gegen anrüchige NSU-verstrickte Spitzel. Ganz andere Konstellation. Macht Hoffnung. Verfassungsschutzämter und folgsame Gerichte meiden bisher mit Grund die Auseinandersetzung mit der etablierten Wissenschaft wie der Teufel das Weihwasser. Für den Selbstschutz der Antifaschisten aber ist dies der geeignete strategische Einstieg. In einem VVN oder sonstigen Antifa-Verfahren sollten hochrangige Politologen und Historiker wie Norbert Frey, Wolfgang Benz, Wolfgang Wippermann, Ulrich Herbert, Hajo Funke, Susanne Meinl, Stefanie Schüler-Springorum, Michael Wild und, gleich ob sozialliberal oder konservativ und vor allen Dingen immer noch der verehrungswürdige Nestor Jürgen Habermas als Sachverständige zur öffentlichen Verhandlung geladen werden. Und dann sei das Beweisthema nicht unbedingt die Richtigkeit der kapitalismuskritischen Faschismustheorien, sondern wertungsfrei der hohe Rang und Stellenwert wissenschaftlicher Auffassungen, die den Faschismus maßgeblich von Triebkräften, realen Machtstrukturen, Erscheinungsformen und Konstellationen des Kapitalismus herleiten. In der deutschen und internationalen Scientific Community. Das genügt vollkommen. Unsere Losung sei: kein Gewaltmonopol für Geschichtsrevisionisten. Danke. Vielen Dank auch an Hans E. Auch hier, glaube ich, war wieder hohe Konzentration gefordert. Ich übergebe trotzdem gleich an Gabi Heinecke, die kein gedrucktes Referat mit hat, aber mit Sicherheit all das, was in dem Themenkomplex jetzt noch nicht angesprochen worden ist, einbringen wird in die Diskussion. Bitte, Gabi. Das ist deine Hoffnung. Aber zunächst ein kleines Statement. Die VVN-BDA ist ein Urgestein des antifaschistischen Gewissens der Bundesrepublik Deutschland. Und es gibt Widersprüchlichkeiten im Apparat, die interessant sind. Grundlage der Arbeit der VVN-BDA ist der Schwur von Buchenwald vom 19. April 1945. Das KZ Buchenwald war das einzige, das sich durch den gemeinsamen antifaschistischen Widerstand von Häftlingen selbst befreien konnte. Es war das Signal, dass Faschismus besiegt werden kann, wenn Antifaschisten zusammenstehen. Das ist politisches Allgemeingut und nachzulesen auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, einer Institution des Bundesministeriums des Innern. Ich halte das für einen Widerspruch. Da steht nämlich, Zitat, Buchenwald erinnert nicht nur an die Grausamkeiten des NS-Terrors, sondern auch an den selbstorganisierten Widerstand der Gefangenen. Im Lager waren Antifaschisten aus zahlreichen europäischen Ländern interniert, Intellektuelle wie Stefan Hessel aus Frankreich, der Schriftsteller und spätere spanische Kulturminister Jorge Semprún, drei ehemalige französische Ministerpräsidenten und andere sozialdemokratische, kommunistische und konservative Politiker sowie Geistliche. Sie etablierten in Buchenwald konspirative Netzwerke wie beispielsweise das Kommunistische Internationale Lagerkomitee und versuchten, die Gewaltexzesse der SS im Rahmen des Möglichen einzudämmen. Um den Opfern zu gedenken, kamen die Überlebenden am 19. April 1945 zusammen, um gemeinsam den Schwur von Buchenwald abzulegen, nämlich wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus und mit seinen Wurzeln, du hast es eben schon zitiert, ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das Berliner Finanzamt für Körperschaften hat
der Bundesvereinigung der VVN-BDA Ende Oktober 2019 die Gemeinnützigkeit aberkannt und Steuerforderungen in ganz erheblichen, wenn ich richtig gehört habe, fünfstelligen Bereich in Aussicht gestellt. Es setzt damit in einer Zeit, in der sich nationalistische und faschistische Ideologie ausbreitet und wieder eine Partei gefunden hat, nämlich die AfD, ein ganz anderes, ein gefährliches Signal gegenüber. Unter ausschließlicher Bezugnahme auf die politische Argumentation des CSU-beeinflussten bayerischen Verfassungsschutzes, die VVN-BDA sei die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus, und in der VVN-BDA werde ein kommunistisch orientierter Antifaschismus verfolgt, beweist, dass das Finanzamt, dass es die Lehren aus dem deutschen Faschismus nicht zu teilen bereit ist oder nicht in der Lage ist, man weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die VVN-BDA ist politisch ungeheuer und juristisch ein Verstoß, das ist hier schon gesagt worden, gegen die Verfassung. Und reden wir über 139 Grundgesetz, über die man durchaus streitet, über diese Vorschrift, aber sie regelt ausdrücklich die Weitergeltung der Rechtsvorschriften zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus. Wer heute behauptet, es gäbe verschiedene Antifaschismus, von dem der eine gut und der andere schlecht und finanziell auszutrocknen sei, will die deutsche Geschichte und die Tatsache vergessen machen, dass Widerstand gegen Faschismus nur dann erfolgreich sein kann, wenn er vielfältig und international und unteilbar ist. Die Entscheidung von diesem von dieser Behörde ist sofort rückgängig zu machen. Was mich irritiert bei dem ganzen Vorgehen ist, das hat der Kollege Reinicke insbesondere gesagt, ist die Willkür. Die Willkür ist eigentlich ein wesentliches Element faschistischen Rechts oder Unrechts, je nachdem, wie man es bezeichnen will, werden. Man kann eigentlich in diesem Verfahren sich nicht wehren, weil es nicht ein Sich-Wehren, Kollege Reinicke, gegen Tatsachen ist, sondern es ist ja ein Sich-Wehren-Müssen gegen Meinungen. Gegen Meinungen kann man sich aber nicht wehren, und da scheint mir der ganz wesentliche, der ganz große Kern der Angelegenheit zu sein. Es ist ein jeglicher Rechtsschutz nicht möglich, abgesehen davon, dass es kein rechtliches Gehör gibt. Das heißt, man muss ja wissen, wie sie zu dieser Meinung kommen. Alles das, was an objektiven Tatumständen geprüft worden ist, ist nicht geeignet, um ihre Meinung in irgendeiner Weise zu halten. Darum ist es ja auch so, dass sie sagen, unsere Meinung ist geheim, die dürft ihr gar nicht wissen. Wir haben in verschiedenen Bereichen eine ähnliche Situation, das ist die Verfolgung von Befreiungskämpfern aus anderen Ländern nach 129b Strafgesetzbuch, nämlich die Verfolgungsermächtigung, wo ebenfalls gesagt wird, die Verfolgungsermächtigung in diesem Land entscheidet die Bundesregierung, sie ist nicht überprüfbar. Das heißt, ob etwas eine Befreiungsbewegung ist oder ob etwas eine kriminelle Vereinigung ist, als dass es hier verfolgt wird, ist letztlich nur in der Entscheidung einer kleinen, nicht überprüfbaren Gruppe, ist nicht überprüfbar durch ein Gericht. Das heißt, die ganzen Grundsätze von rechtlichem Gehör, die Grundsätze von demokratischer Teilhabe im Grundgesetz sind damit und auch hier in diesem Verfahren völlig vom Tisch gewischt. Das Ganze hat eine Geschichte, und zwar die Geschichte, die Anfang der 2000er Jahre anfing, und ich halte es für eine Zeitenwende. Es ging damals um die Frage Demonstrationsfreiheit für Neonazis. Und mit dem Hinschieben von Rechten an Neonazis ist gleichzeitig verbunden gewesen ein Bedrängen des Antifaschismus. Und auch hier, es gab einen Widerspruch im Apparat, einen ganz erheblichen Widerspruch, der zu unseren Ungunsten ausgegangen ist. Anfang der 2000er Jahre nämlich ist es so, dass in Nordrhein-Westfalen die ganzen Neonazi-Aufmärsche verboten werden. Warum? Nicht, weil dort die Behörden so fortschrittlich gewesen wären, sondern weil es eine ganz außerordentliche Rechtsprechung, demokratische Rechtsprechung gegeben hat von den Verwaltungsgerichten und vom Oberverwaltungsgericht mit dem Vorsitzenden Michael Bertrams. Michael Bertrams war damals sowohl der Präsident des Oberverwaltungsgerichtes als auch der Präsident des Landesverfassungsgerichtes. Und ich möchte euch aus dem Streit, den er hatte mit Hoffmann Riem, damals Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, nur einen Punkt herausarbeiten, der, glaube ich, auch in diesem Fall deutlich macht, wohin die Reise geht.
Michael Bertrams, der inzwischen, glaube ich, nur noch im Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht wird, obwohl er ein hervorragender Jurist ist, hat damals gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, dass es nämlich eine Demonstrationsfreiheit für Versammlungsfreiheit für Neonazis gibt, gesagt, daran hat er Zweifel. Er glaubt, die gibt es nicht, weil die Nazis alles das, was die Demokratie will, was eine, Anführungsstrichen, freiheitliche Demokratie will, ablehnt. Sie wollen es zerstören. Sie wollen eine obrigkeitshörige, sie wollen eine autoritäre, sie wollen eine gewalttätige Herrschaft durchsetzen. Und unter dem Titel, das ist eine, müsst ihr mal lesen, auf der Homepage des Oberverwaltungsgerichtes immer noch vorhanden, eine Pressemitteilung von Michael Bertrams. Er schließt, und auch nur damit möchte ich euch in diesem Zusammenhang konfrontieren, Hoffmann Riem, also Präsident Verfassungsgericht, ignoriert letztlich die Renaissance des Rechtsextremismus im wiedervereinten Deutschland. Dieses Phänomen wird jedenfalls verharmlost und bagatellisiert, wenn er Neonazis unkommentiert dem Kreis beliebiger Minderheiten zuordnet und deren Programmatik undifferenziert in eine Reihe stellt mit anderen am Prozess der demokratischen Willensbildung teilnehmenden politisch unerwünschten missliebigen Meinungen. Für den demokratischen Willensbildungsprozess sind die vom Grundgesetz geächteten Anschauungen von Neonazis ohne Bedeutung. Speziell diese Anschauung hat das Grundgesetz mit seinem historischen Gedächtnis eine klare Absage erteilt. Mit anderen Worten, die Freiheit des Andersdenkenden ist ein hohes Gut. Diese Freiheit muss in der wehrhaften Demokratie des Grundgesetzes aber dort ihre Grenzen finden, wo der Versuch unternommen wird, das menschenverachtende Gedankengut des Dritten Reiches wiederzubeleben. Handelt es sich bei der Demonstrationsfreiheit um die Luftröhre der Demokratie, dann gehen, um im Bild zu bleiben, Neonazis der Demokratie an die Gurgel. Und dann eine wehrhafte Demokratie muss dem entgegentreten, dafür sorgen, dass ihr nicht irgendwann von geschichtsblinden Barbaren die Luft zum Atmen genommen wird. Und da bin ich wieder bei unserem Finanzamt, nämlich geschichtsblinden Barbaren, die hier der wesentlichen Organisation, auch meinungsübergreifenden Organisation von Antifaschisten, die Luft zum Atmen nehmen wollen. Und wenn man sieht, wie der Verfassungsschutz in diesem Land mit einem Maaßen an seiner obersten Stelle, mit einem Faschistenfreund an seiner obersten Stelle sich entwickelt hat, auch dann weiß man, es gibt eine Zeitenwende. Wir müssen dieser Zeitenwende entgegentreten, auf der juristischen Ebene und natürlich auf der politischen Ebene. Ich danke euch. Schön, dass ihr da wart. Wir machen weiter und freuen uns, wie gesagt, über alle, die mitmachen. Und ich sage mal, das Thema verbreitern, und das Thema heißt nicht nur Gemeinnützigkeit für die VVN, nicht nur Antifaschismus muss gemeinnützig bleiben, sondern das Thema heißt wirklich auch Faschisten entgegentreten, wo immer sie sich in den öffentlichen Raum nehmen. Und da, bitte? Den Faschismus verhindern. Oder ich sage jetzt einfach mal das Motto unseres Bundeskongresses im Mai, der bevorsteht: den Schneeball zertreten, bevor er zur Lawine wird. Das ist, glaube ich, die Parole des Tages. Schönen Dank, dass ihr hier wart, und schönen Restabend. Applaus